Heute ist das Saarland mein Reiseziel. Es liegt im Südwesten Deutschlands. Eine Bootstour auf der Saar ist perfekt, um einen ersten Eindruck von der Region zu bekommen. Urlaub im Saarland. Das ist noch ein Geheimtipp. Das kleine Land ist nicht so populär wie Bayern oder wie die Ostsee, denn bis 2012 wurde hier noch Kohle gefördert. Das Saarland war also eine Industrieregion und zu grau, zu schmutzig für die Touristen. Und genau das hat sich geändert. Als erstes will ich da oben rauf, zum Baumwipfelpfad in Klöf. Er führt zunächst gemütlich durch das Blätterdach. Und schraubt sich dann 42 Meter hoch bis zu dieser Aussichtsplattform. Schaut mal. Das ist der beste Ausblick auf die Saarschleife, den ihr haben könnt. Sie ist mit Abstand das beliebteste Ausflugsziel im Saarland und eines seiner Wahrzeichen. Von hier oben kann man es ziemlich gut sehen. Das Saarland ist grün. Rund ein Drittel der Fläche ist mit Wald bedeckt. Und dazu kommen dann noch die Flusstäler von Saar, Mosel und Blies. Und wer hier nachhaltig reisen möchte, der ist goldrichtig. Es gibt jede Menge Rad- und Wanderwege. Hier ein paar Ausflugstipps für euch. Ihr werdet feststellen, dass Idylle und Industrie im Saarland dicht beieinander liegen. Der Steinkohlebergbau hat das Land über 250 Jahre lang geprägt. Und das sieht man. Wo früher der Zutritt verboten war, ist heute Besichtigen erwünscht. In vielen der stillgelegten Industriekomplexe könnt ihr dem Kohlezeitalter nachspüren. Am bekanntesten ist die Völklinger Hütte. Sie ist Industriedenkmal und UNESCO-Weltkulturerbe. Und dann dieser Kontrast, die Landschaft an der Mosel mit ihren Weinbergen. Dort, bei Perl, liegt das Dreiländereck. Links Deutschland, geradeaus Frankreich und rechts Luxemburg mit dem kleinen Ort Schengen. Hier wurde 1985 europäische Geschichte geschrieben. Diese Stahlstelen erinnern daran. Damals besiegelten die ersten 5 EU-Staaten die Abschaffung der Personenkontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen mit dem sogenannten Schengener Abkommen. Die europäische Nachbarschaft funktioniert im Saarland bestens. Das kann man vor allem schmecken. Die Nähe zu Frankreich hat aus den Saarländern begeisterte Feinschmecker gemacht. Ihr habt die Wahl zwischen mehreren hervorragenden Sternerestaurants. Weiter geht es in die Landeshauptstadt Saarbrücken. Mit 180.000 Einwohnern ist sie die einzige Großstadt des Saarlands. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören die barocke Ludwigskirche. Und das Saarbrücker Schloss. Es ist heute Verwaltungssitz. Alles über die Geschichte des Saarlands könnt ihr gleich nebenan erfahren, im Historischen Museum. Europa, das ist im Saarland keine abstrakte Idee. Sie wird mit Leben gefüllt. Der St. Johanna Markt mit seinen kleinen Läden, Cafés und Kneipen ist nicht nur das Herz der Saarbrücker Altstadt. Besonders hier spürt man, dass Saarbrücken eine weltoffene Stadt ist. Sind Sie auch ab und zu mal drüben in Frankreich oder Luxemburg, um das Leben zu genießen? Aber selbstverständlich. Was machen Sie dann da so? Gerne mal einkaufen gehen am Wochenende nach Frankreich. Hier ist man ja direkt, Saarbrücken grenzt ja an Frankreich. Die Supermärkte sind immer gerne gesehen und sehr gerne fahre ich nach Metz. Wunderschöne Stadt, Luxemburg auch. Bisschen rumlaufen, bisschen shoppen. Ja, so ist das auf der Grenze. Und was halten Sie davon, dieses Europa ohne Grenzen, zumindest hier in der Region? Ja, für mich ist ganz wichtig, weil ich komme aus Kamerun und wenn ich hier komme, ich habe die Möglichkeit, viele verschiedene Kulturen zu lernen. Und es ist ganz einfach für mich, nach Frankreich, nach Deutschland zu studieren oder zum Besuch. Und das finde ich einfach geil, ja. Ich komme ursprünglich auch aus Essener Raum
Und seitdem ich hier bin, muss ich wirklich sagen, das genieße ich auch. Also diese ganze Flair hier, was man hier sieht, so die Menschen auf dem Markt. Und auch, dass es hier in diese zweisprachig auch immer ist, Französisch, Deutsch, finde ich toll. Schon lange vor uns wussten die Römer, dass das Saarland seine Qualitäten hat. Der Beweis: In dem kleinen Ort Borg fanden Archäologen die Reste einer römischen Landvilla. Sie wurde rekonstruiert und auf den antiken Fundamenten wieder aufgebaut. Das ist weltweit einmalig. Ich bin gespannt auf eine Hausführung. Ja, und hier sind wir jetzt in unserer Empfangshalle. Hier hat der Hausherr, der Dominus, seine Gäste empfangen. Und typisch für die Empfangshallen waren die Kassettendecken. Dann haben wir hier diese Halbsäulen, die sogenannten Pilastersäulen, die den Raum zieren. Und hier im unteren Bereich die Wandmalerei, die auch an den pompeianischen Stil erinnert. Und hier muss man sich mal vorstellen, haben wir einen Original-Mosaikfußboden nochmal rekonstruieren können. Die Archäologen gehen davon aus, dass sogar der ganze Raum damit ausgelegt war. Weiter geht es zu dem Herzstück jeder römischen Villa, den Bädern. Groß genug, um Freunde und Geschäftspartner einzuladen und zu beeindrucken. Ja, hier sind wir jetzt im Caldarium in unserem Heißbad. Und ja, da haben wir dann das Heißwasserbecken. Setz mich mal, ne? Und ja, bitte nimm Platz, ne? Und hier muss ich mich jetzt vorstellen, wenn die Anlage hier in Betrieb ist, dann hat man hier ein Raumklima vergleichbar mit einem modernen Dampfbad. Also es ist 35, 36 Grad warm hier drin, Schwitzwasser tropft von der Decke. Und hinter der Wand ist der genietete Kupferkessel, wo das Wasser erwärmt worden ist mit Feuer. Und dann ist durch diesen Löwenkopf das heiße Wasser in das Becken eingelassen worden. Und die Abgase von dem Feuer, die sind durch die Fußbodenheizung, die Hypokaustum geflossen und haben quasi die Räume erwärmt. Ja, und du siehst ja auch hinter mir die heute noch moderne Badesandale. Antike Flipflops. Genau, das sind die antiken Flipflops. Und hast du eine Idee, warum man die Dinger eigentlich tragen musste? Hygiene vielleicht? Guter Ansatz, aber der Boden war einfach zu heiß. Du musst dir vorstellen, die Feuerstelle ist hier nicht weit weg und das heißt, der Boden war so heiß, dass man quasi gezwungen war, die Füße zu schützen. Und das hat man beispielsweise mit solchen antiken Flipflops gemacht. Ja. Die letzte Station auf meiner Sightseeing-Tour durch das Saarland ist dieses Bauwerk. Das Saarpolygon bei Saarlouis. Eine begehbare Skulptur auf dem Gipfel einer Abraumhalde, also dem Schutt, der beim Kohlebergbau zutage gefördert wird. Das Polygon setzt dem Zeitalter des Steinkohlebergbaus ein Denkmal. Es ist aber auch ein Symbol dafür, dass die Saarländer ihre Zukunft anpacken wollen. Der Tourismus ist Teil dieser Zukunft und ich denke, das kleine Saarland hat da ziemlich großes Potenzial. Römisches Erbe, Industriezeitalter, Flüsse, Wälder und dann ist da noch die Nähe zu unseren Nachbarn, Frankreich und Luxemburg und natürlich nicht zu vergessen, ganz wichtig, das leckere Essen hier. Ich sag mal Glück auf, liebes Saarland, tschüss bis zum nächsten Mal und dann irgendwo anders in Deutschland.